Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Die Abbaupläne der Post sind jetzt konkret. Das hat bald Seltenheitswert. Der klassische Postschalter, wo man seine Pakete und Briefe hinbringt oder Ein- und Auszahlungen erledigt. Von diesen 1250 Poststellen verschwinden in den kommenden Jahren Hunderte, weil sie nicht mehr rentieren. Das hat die Post bereits letzten Herbst angekündigt und damit viel laute Kritik geerntet. Heute nun versprach sie, es werde keinen Leistungsabbau geben, aber die alten Zeiten seien nun mal vorbei. Die Post will also ihr Netz massiv umbauen und das nicht nur auf dem Land, auch in den Städten. Deshalb ist auch der Schweizerische Städteverband ziemlich besorgt. Besonders rasant zeigt sich der Abbau der Post in der Stadt Luzern. Im Moment, wie das bei den Kunden ankommt, Lukas Messmer hat in Luzern bei einer Postagentur und der Poststelle Würzenbach, die bald geschlossen wird, den Puls gefühlt. Einen detaillierten Überblick über den Poststellen. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA will bei unsauberen Börsengeschäften härter durchgreifen. Das macht sie heute gleich in zwei Fällen klar. Zum einen erteilt sie drei Händlern langjährige Berufsverbote, weil diese Aktienkurse manipuliert haben sollen. Und sie bestraft einen ehemaligen Profi-Verwaltungsrat mit 1,4 Millionen Franken. Offenbar handelt es sich um den bekannten Firmensanierer Hans Ziegler. Er soll, so berichten verschiedene Medien, an der Börse sein Insiderwissen eingesetzt haben. Der Streit um den Milchpreis erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Migros verlässt Ende Jahr die sogenannte Branchenorganisation Milch. Diese setzt sich aus Milchbauern und Milchabnehmern zusammen und gemeinsam legen sie den Milchpreis fest. Eigentlich. Der heutige EU-Gipfel stand ganz im Zeichen von ja, von was denn eigentlich? Gut, der Brexit war ein Thema. Die britische Premierministerin Theresa May versprach etwa, dass EU-Bürger auch künftig in Großbritannien bleiben dürfen. Und dann wurden noch viele weitere Themen besprochen. Doch was vor allem bleibt von diesem Gipfel, ist die neue Nähe zwischen Deutschland und Frankreich. Genau genommen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron. Angela Merkel und Emmanuel Macron haben sich heute am EU-Gipfel in Brüssel also als neues deutsch-französisches Power-Duo in Szene gesetzt. Sebastian Ramschbeck in Brüssel. Wie viel kann denn dieses Duo wirklich bewirken in der EU? Ja, vor einem Jahr haben die Briten für den Austritt aus der EU gestimmt. Das Land schifft seitdem durch stürmische Gewässer. Premierminister Cameron trat zurück, Theresa May übernahm, sie setzte Neuwahlen an, verlor diese und auch das Pfund verlor an Wert. Dabei hat der wirkliche Ausstieg aus der EU eben erst begonnen. Für eine Studie wurden nun die Briten befragt, ob sie heute nochmals gleich abstimmen würden. Mindestens 79 Menschen sind beim verheerenden Hochhausbrand in London letzte Woche gestorben. Heute nun wurde die Brandursache bekannt gegeben. Die Altersvorsorge 2020 spaltet die Politik. Sowohl im linken als auch im rechten Lager gibt es zur größten je geplanten Rentenreform zwei Pro- und zwei Kontralager. Deshalb hat ein bürgerliches Komitee bereits heute, drei Monate vor dem Abstimmungstermin am 24. September, seine Argumente für die Reform dargelegt. Die von der CVP angeführte Ja-Kampagne will so noch vor der Sommerpause einen Pflock einschlagen. Aus Bern, Christoph Nufer. Die Argumente der Gegner und der Standpunkt des Bundesrates, die kommen nicht zu kurz. Darüber berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt. Er verbindet den Norden mit dem Süden, Rotterdam mit Genua, den Kanton Bern mit dem Wallis, der Lötschberg-Basistunnel. Die Lötschberg-Strecke ist eine der meistbefahrenen Strecken der Schweiz und stößt deshalb allmählich an ihre Kapazitätsgrenzen. Nun wird die Forderung nach Bundesgeldern immer lauter, um den Tunnel weiter ausbauen zu können. Joel Baumann berichtet. Heute war es wieder so richtig heiß. Punkto Hitzerekorde allerdings stellte die letzte Nacht den heutigen Tag klar in den Schatten. Landesweit kam es in der Nacht auf heute zu historischen Höchsttemperaturen. So gesehen wäre es vielleicht ganz gut, man würde in Brieg das Jodeln auf die Nächte verlegen. Denn dort findet dieses Wochenende das 30. eidgenössische Jodlerfest statt, bei Temperaturen über 30 Grad. Wobei richtige Jodlerinnen und Jodler verziehen keine Miene und ist die Tracht noch so eng geschnürt.
Und damit ein erster Blick auf 10 vor 10, heute mit Susan Wille und doch mal anders. Ja, wir arbeiten auf Hochstunden. Besten Dank, Susan. Und danke Ihnen fürs Interesse. Jetzt Meteo mit den Aussichten fürs Wochenende und danach SRF bei den Leuten. Nick Hartmann wandert durchs Wunderland und Engadin. Einen schönen Abend und bis morgen.